Meine Lieben, eine neue Folge Ex on the Beach ist da und ich freue mich riesig, denn mittlerweile ist es mein Lieblingstrash und die Folge bietet so aus, ja, ich möchte mal sagen, aus therapeutischer Sicht heraus, in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr vieles und deswegen bleibt es auf jeden Fall interessant und spannend. Ein bisschen mehr Kabum würde ich mir in der nächsten Folge wünschen, aber diese Psychospielchen, die da so abgehen, die sind schon ganz interessant und ganz spicy. Lass uns reinschauen. Die Frau sitzt hier, heult, sagt, die liebt dich. Ja. Und du hast nichts Besseres zu tun, sie in einem Raum mit 5 anderen Typen zu f***en. Digga, ist einfach Läpsch, Junge. Ja. Okay, da fängt's gleich hot an, indem Yasin sozusagen vorgeführt wird. Und er sagt auch später nochmal in so einem O-Ton, ja, dass er so mit dieser fuchsigen Art ja ganz gut durchgekommen ist. Ertappt beim Lügen ist immer, ja, ist immer beschissen, ist immer beschissen. Und vor allen Dingen wäre es von ihm jetzt wirklich groß gewesen, an dieser Stelle sich schlicht und ergreifend auch bei Paulina zu entschuldigen. Denn ja, da zu sagen, ja, man ist zweite Wahl oder irgendetwas, ist natürlich alles nicht ganz so fein. Aber weißt du was, er entschuldigt sich nicht mal. Das so finde ich krass. Er unmännlich. Er sagt nicht mal Entschuldigung. Jetzt sind sie Best Bros. Und jetzt hat Yasin Angst, dass die sich verbünden. Ja, da kommt jetzt dann Girls Support Girls ein bisschen durch. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen ausgepixelt. Denn ja, es ist ein bisschen heikel für YouTube, ist einfach schlicht ergreifend der doch sehr aufreizende Bikini von Carina. Wenn ihr das unverpixelt sehen wollt, könnt ihr das natürlich bei RTL Plus. Link zur Sendung findet ihr unten in der Videobeschreibung drin. Klickt einfach mal drauf, dann könnt ihr die ganze Folge dort natürlich anschauen. Und hier lasst mal gleich ein Abo mit Glocke da und einen Daumen nach oben, denn weiter geht's. Ja, cool, der macht jetzt auf Frauen Emanzipation, Power und gegen mich, super. Naja, aber sorry, man kann nicht hier lügen. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich bin mit ihr nicht zusammen, ich bin mit ihr nicht zusammen. Die eine hat mich auch gef***t, jetzt ist halt mal zurückverarscht worden. Oh, Yasin. Oh, Emanzipation, alles. Also, und jetzt ist sie zurückverarscht worden. Also das war jetzt wirklich so ein ganz trotziges Verhalten. Das hat man auch in der Körpersprache gesehen. Er möchte damit gar nicht mehr konfrontiert werden. Dann hakt die Chiara nochmal ein und nach und hat natürlich auch völlig recht. Und er sagt, ja, ich bin aber keinem Rechenschaft schuldig. Ist auch richtig. Denn er ist ja Single, die beiden sind Single, also er ist definitiv niemand hier in der Rechenschaft schuldig, weiß aber schon, dass er natürlich mit der Aktion, dass er seinen Keks in den Pudding von Paulina stippt, ihr auch wieder Hoffnungen gibt und das hat er wohl nach der Trennung schon öfter gemacht und hat es einfach nur zum Puddingstippen genommen und für mehr eben nicht. Ja, schwierig, er ist ertappt, er fühlt sich ertappt, passt ihm nicht. Geht in eine Abwehrhaltung hinein, könnte er viel cooler lösen, indem er jetzt einfach dahin gehen würde, sagen, ey, es tut mir leid und klar, ich würde jetzt meinen Keks bei dir auch nicht reinschippen, wenn ich dich wirklich völlig scheiße finden würde oder so. Also das wäre, finde ich jetzt von ihm, hätte ich es eigentlich erwartet, wie ich ihn kenne. Ich kenne ihn da ein bisschen diplomatischer, aber da ist er einfach vielleicht auch jetzt genervt, dass er im Moment die Chancen schwinden sieht bei Carina. Blicken wir mal auf eine andere Situation, nämlich den Temptation Island Verführer Dominik. Im Grunde finde ich den ja auch so ein bisschen hot, aber ich finde ihn auch ein bisschen nicht so schlau. Sagen wir es jetzt mal so. Und er hat ja an Chiara rumgebaggert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht erwartet hat. Ich schätze, die Chiara gefällt mir so vom Charakter und von dem, was sie sagt, sehr gut in dieser Sendung. Und ich glaube einfach, er hat vielleicht auch gedacht, dass er mal vielleicht die Gurke geraspelt bekommt oder auch den Keks in den Pudding steckt. Aber das ist ein bisschen ein anständigeres Mädel. Die hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Und jetzt wendet er sich doch hier einem neuen Pudding zu. Ja, ich und Carina verstehen uns auf jeden Fall sehr gut. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde dich am coolsten. Echt? Ja. Ich bin noch offen. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Die gibt nicht so viel von sich preis. Noch. Ich fühle deinen Vibe einfach. Ja? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich fühle deinen Vibe und ehrlich gesagt hätte ich Lust zu knattern, um es jetzt einfach mal ganz plump zu sagen. Und genau du
kommst mir da jetzt voll gelegen, hast du nicht Bock. So in etwa sagt das ja. Eine ganz plumpe Anmache, teilweise sogar die gleichen Worte, die er bei Chiara benutzt hat, könnt ihr in der Folge davor sehen. Und ich bin ein bisschen geschockt. Bist du offen für Neues? Ja, klar. Das heißt, man kann bei dir auf Attacke gehen? Na, wenn du den Korb vertragen kannst, kannst du einfach rein. Du gibst noch gar keine Signale, so man weiß. Ich habe auch keine. Ja, wenn du den Korb vertragen kannst und ich habe auch keine Signale für dich und mein Pudding, ja, den hebe ich mir für Yasin auf, Schatz. Abtörner, jede Frau wird mich jetzt verstehen, aber wenn ein Typ da sitzt und sagt, du hast mich noch nicht ausprobiert und ich würde dich auffressen. Du bist aber auch... Ich sag nicht, dass du es bei mir probieren Bei wem denn? Wer sagt, dass ich ja bei sagen würde? Ach so. Wer sagt, dass ich ja sagen würde? Und dann dieses, meinst du, ehrlich, du könntest mich rumkriegen, wenn du das wollen würdest? Okay. Denkst du auch so easy zu haben? Dominik ist nicht so easy, glaub? Ja. Dominik ist nicht so easy. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge hat Paulina ihn geküsst. Und ich glaube schon, dass du sehr einfach zu haben bist. Du hast es ja erst bei Chiara probiert. Jetzt hast du gedacht, okay, da ist jetzt ein kleines Donnerwetter hereingebrochen über diesen Flirt von Yasin und Carina. Nutze ich die Chance und probiere es jetzt mal bei Carina. Und ja, also... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte Wiener, die hatten wirklich mehr Charme gehabt als er. Ich glaube, Dominik findet mich ultra nice. Dich? Hm. Ja. Ich habe ihn gesagt, nein. Er hat ja... Wer hat das gesagt? Dominik. Ja. Ja? Dass er mich fressen würde. Wer hat das gesagt? Dominik. Und er hat es erst bei mir vorprobiert und so. Und ich war halt so... Ich hatte halt gar keinen... Das hätte ich ja überhaupt nicht. Ich will mein Leben. Der ist voll auf Attacke. Sichtlich schockiert stellt Chiara fest, dass er voll auf Attacke ist und es er zuerst bei ihr probiert hat. Na, die wird ihm was erzählen. Hoffentlich richtig. Ich habe mir vorgenommen, dass ich sehr viel Party mache, dass ich neue Menschen kennenlerne und hoffentlich auch eine Person kennenlerne, mit der ich sehr viel Zeit hier verbringen werde. Er hat meine Sicht verstanden, hat sich dafür entschuldigt und wir haben gesagt, wir lassen jetzt kein böses Blut hier fließen, weil das ist auch unnötig und wir sollen einfach, wir haben unseren Spaß hier und ja. Okay, das ist die Neue, das ist die Lisa, ganz vernünftiger Eindruck macht die, obwohl er natürlich in der Beziehung der Roman getindert hat, ja, tendenziell, ich weiß gar nicht, ist er fremdgegangen oder nicht, das weiß ich gar nicht genau, er hat auf jeden Fall mit anderen Frauen gesprochen, Dating-Apps geladen und die sind aber jetzt ganz cool miteinander und wollen beide Spaß haben und ich glaube, das ist auch die allerbeste Einstellung, um in dieser Sendung teil zu sein. Kommen wir zum nächsten Paulina-Skandal, denn was wäre eine Sendung Ex on the Beach mit Paulina ohne Tränen? Auch diese wird es noch geben und zwar nicht zu wenig. Ich habe aber nicht alle reingenommen, denn ihr könnt ja die ganze Folge gucken, Leute, ganz ehrlich. Es ist auf jeden Fall so, die Neue ist da und Carina klärt so ein bisschen die Situation auf und sagt so sinngemäß, ich habe Yasin gekorbt und dann ist er runter zu seinen Exen und hat da Kekspuddingstippen gemacht. Das gefällt Paulina gar nicht. Geht's noch? Ich bin gar nicht rein in so eine Scheiße. Aber ich habe mich mit Paulina wieder vertragen. Wir sind wieder Freunde. Geht's noch, Alter? Ich finde das so unverschämt gerade. Laber keine Scheiße, weil so redest du nicht über mich. Girl Support Girls hat sich, glaube ich, bei Paulina gerade wieder erledigt. Denn, das hat ihr so überhaupt gar nicht gefallen, dass sie vor der Neuen, die ja noch überhaupt gar keine Reality-Erfahrung hat und sie ja die Reality-Queen-Mom ist, sozusagen, hier gleich als Latier dargestellt wird, ja, oder als zweite Wahl oder als, Pudding vorm Ablaufdatum. Ich hab mir gestern einen Arsch aufgerissen, ihr zu zeigen, dass ich sie möchte. Paulina. Ihr. Ach so. Und nein, sie so, dann sie so, sagt dann der Paulina Schluss. Dann hab ich gesagt, ja, mach ich. Das ging eine Stunde lang. Ja. Was dann auch passiert ist. Ja. Das ist unter aller Kanone gerade. Und Yasin versucht sich jetzt natürlich wieder zurück ins Game zu spielen mit so ein bisschen Verharmlosung, ein bisschen wieder ein Teil weglassen, so ein bisschen rumfuchsen eben, ja, also Yasin-like, also nur
dass ihr mal wisst, was euch da so erwarten kann. Ist ja so lustig, ihn mal beim Flirten zu sehen, muss ich echt sagen. Also, ob das nochmal was wird, gucken wir mal. Ich werde der Frau zeigen, dass ich sie möchte. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und ich habe auch so ein paar Ideen. Meine erste Idee ist immer Alkohol. Betäuben hilft bei Frauen immer. Also ich bin ganz kurz richtig vorm Explodieren. Hast du das gerade nicht gehört? Oder? Was denn? Der hat die gestern gefickt, weil ich den gekorbt habe. Hast du das gerade? Das hast du doch gerade gesagt. Ja. Ja. Geht's noch? Es war so. Du bist ja wirklich maximal frech und dreist. Bist ja maximal frech und dreist. Wie kannst du denn die Situation erzählen, wie sie war? Sag mal. So, weißt du, wie respektlos das gerade klang? Oh, ich hasse das, Mann. Ich schwöre, ich kann das voll nachvollziehen, aber ich als wollte dich... Als wärst du keine Ahnung mehr. Nein, nein, nein. Schatzi, ich wollte dich gar nicht beleidigen. Ich wollte ihn schlecht reden, nicht dich. Aber ich kaufe ihr das einfach nicht mehr ab. Also, sorry, ich rede so nicht über eine andere Frau. Und erst recht nicht, wenn du sagst, dass du irgendwie mit mir cool bist. Jetzt muss ich schon wieder trocken weinen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will ja nicht hier gleich so dastehen wie im Ausverkauf. Ich bin doch nicht im Sale. Ich habe nur diesen einen Gesprächsfetzen gerade gehört. Und das war der Grund, warum wir sie gefunden haben, weil ich ihn gekauft habe. Und ich bin einfach gerade aus allen Wolken gefallen. Heulalarm. Nicht schon wieder. Heulalarm. Heulalarm, 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 Heulalarm. Boys, das geht gar nicht, ja? Ehrlich, aber beide. Also er kommt sich ja super cool vor in seiner Ledermontur da jetzt. Die Lederschwester aus Vienna. Und meint jetzt hier einen auf Dick Bro zu machen mit Yasin. Nee. Vielleicht bin ich besser aufgehoben, wenn ich einfach nur ein bisschen putze. Vielleicht bin ich besser aufgehoben, wenn ich einfach ein bisschen putze. Entschuldige, Yasin, du hast bei KDRS nicht mal ein Glas abgewaschen. Also, was ist das denn jetzt? Ich sag dir ehrlich, es war für mich gerade eine maximale Grenzüberschreitung, wirklich. Und ich bin echt angepisst. Was denn? Ich lasse so nicht über mich reden. Was? Der hat die nur gefickt, weil ich den gestern gekorbt habe. Und du stehst daneben und sagst nichts. Und? Ja, und? Es ist einfach so geil, ja. Wie emotionslos er da reagiert. Also, die Nacht davor, kuschel, kuschel, knicki, knacki, raspel, raspel. Und jetzt, ja und? Ich bin hier für Payback, Darling. Das soll aber gar nicht so rüberkommen, dass du jetzt denkst, ja, ich spiele mit dir oder so. Das Verhalten hat halt reingekackt. Also ich finde, damit hat er sich schon ein bisschen ins Ausgeschossen. Tja, und Dominik hat jetzt auch verspielt. Und er merkt ja auch, dass Carina schon wieder etwas besser gestimmt auf Yasin ist. Also seine Chance, nachdem er da den Korb kassiert hat, jetzt wieder zu Chiara zurückzugehen. Also, ich kann echt nur diesen Basser drücken, aber wie klingt der denn? Ist mir, glaube ich, mal runtergefallen, ja? Egal, das Geräusch passt auf jeden Fall zu ihm. Was ist los? Was willst du mir denn sagen? Schau, wie süß ich bin. Ich habe extra eine Flasche gebunkert für uns. Für was? Ja, damit wir einen trinken da oben. Da oben? Ich schlafe doch nicht mit dir da oben. Da oben. Es geht um... Ich wollte einfach mit dir einen trinken. Ja, können wir doch. Ey. Was ist denn los mit dir, Yasin? Da hat er diesen... Heißt es da auch Bum-Bum-Raum oder so? Keine Ahnung. Oder Sex on the Beach-Raum heißt es, glaube ich. Mal schnell eingemietet, der Produktion nochmal eine Flasche rausgeleiert. Das kann er auch sehr gut. Und hat jetzt gedacht, so, jetzt schnapp ich mir dich mal, Carina. Das ist äußerst unangenehm. Kannst du bitte mal halten, ohne Witz? Halten? Nein, 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 nein. Jetzt hast du den Moment echt kaputt gemacht. Nee, es war nicht. Du musst ein bisschen chillen. Wie oft hatten sie was nach der Trennung? Ein paar Mal, keine Ahnung. Okay. Und du hast noch immer ein Gefühl dafür. Also ja, es ist schon noch für dich so. Also ich liebe ihn halt immer noch über alles. Ich liebe ihn noch über alles, habe ich ihm aber nie gesagt, ja. Hatte auch andere Beziehungen dazwischen und ja.
Aber hier jetzt für die Show ist eigentlich die Story, ist doch sehr gut, wenn ich die so mitbringe, dass ich ihn noch liebe, ja. Aber sie kriegt halt hier eine Klatsche nach der nächsten. Das ist wirklich, also, es ist das deprimierendste Format, ehrlich, für Paulina. Das ist nämlich der Zübel. So, ich dachte mir so, okay, cool, das mit Dominik ist geklärt. Ich saß da auf dem Schoß, wow. Wow, würde ich das tun? Und du würdest das beobachten, wie würdest du reagieren? Du würdest auch denken, boah, was soll das? Sie saß bei irgendjemand auf dem Schoß und er macht jetzt voll das Drama und spielt den Eifersüchtigen. Ja, hier, die Lederschwuppe aus Josefstadt. Keine Ahnung, was er will. Und ehrlich gesagt, er spielt sich da damit immer weiter weg von den Frauen. Also er kann ja nur hoffen, dass Nachschub kommt, die ihn geil findet. Bei meinem Ex, ich würde nichts mit der machen. Da ist einfach viel zu viel passiert. Mhm. Auch wenn ich sowas fühlen würde, wenn mein Herz ja sagen würde, würde dann mein Kopf so einschalten und sagen, ey, nein. Das Ding ist, du musst wissen, die hat mich echt wirklich also so krass geliebt. Ich habe noch nie so viel Liebe von einer Person bekommen wie sie. Und ich sag dir auch ehrlich, ich habe dir auch voll vertraut. Das ist voll schön, wenn das so ist. Ich habe diese Szene nur reingenommen, damit ihr auch wirklich seht, dass der Kiwi noch da ist. Ich habe zu der Szene nichts zu sagen. Ich wollte nur einfach noch mal kurz zeigen, Kiwi ist noch da. Ja, ich habe mich beruhigt. Ja, klar war ich sauer. Ich habe ein bisschen, glaube ich, bisschen übertrieben. Kann das sein? Juckt mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin so geil, das juckt mich gar nicht. Deswegen habe ich jetzt so eine Bananenshort angezogen, ja. Die habe ich sonst immer nur in der Pratersauna an, ja. Wenn ich da mal so kleine Analspielchen ausprobiere. Ansonsten juckt mich hier das also gar nicht, ne. Ich bin der Geilste, wenn die mich nicht wollen und bisher will mich keine. Dann sind die selber schuld. Das ist doch krank, du weißt das ja, wir hatten das doch schon mal. Wieso machst du das? Und ich dachte mir so, excuse me? Ja, weißt du, was ich meine? Also im Suff sind die beiden sich nämlich auch noch mal näher gekommen. Das ist jetzt also die dritte Person, bei der er versucht zu landen. Oder hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wenn Yasins Keks reinpasst, dann passt meine Erdnuss auch rein. Aber ich möchte wieder ich sein, so fröhlich, cool, locker. Ich möchte wieder ich sein, so fröhlich, cool und locker. Und ich... Das Kind unter alle Treppen, ne? Ich bin gar nicht nervös. Also ich bin einfach jetzt gespannt, was passiert. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab Schiss. Ich hab wirklich Schiss. In der Vergangenheit kann ich sagen, die in der Mitte liegen oder lagen, die hat's oft getroffen. Also die drei Jungs sitzen jetzt da unten. Es wird eine Ex von einem der drei Boys kommen. Aber den Satz habe ich nicht so ganz verstanden von ihm. Was die in der Mitte lag, die hat es oft getroffen. Ich frage mich überhaupt, wer sich zu ihm legt oder legen würde. Zu Papi, ja. Der ist auch noch in der Sendung übrigens dabei, ja. Also wir sind gespannt, wer da kommt. Das sehen wir natürlich erst in der kommenden Folge, nämlich der Folge Nummer 5, die dann in der nächsten Woche kommt. Und bis dahin müssen wir gespannt bleiben. Ich sag mal, viel Spaß. Lasst einen Kommentar da, wie ihr die Folge fandet. Vor allen Dingen, wie ihr Dominik findet. Das würde ich gerne wissen. Und was ihr zu dem Übergriff sagt. Bis dann, euer Michael. Ciao.